wenn Sie jetzt hier auf die ersten Stunden zurückblicken, was haben Sie für Gefühle? Ich merke, die Menschen sind froh und gern dabei. Die feiern ein Fest des Glaubens. Wir haben den Gottesdienst toll mitgefeiert, auch gestern Abend die Eröffnungsveranstaltung. Und ich bin heute Morgen durch die Straßen gegangen. Überall ist Freude, dass wir dabei sind. Die Leute freuen sich, dass wir katholisch sind, freuen sich, dass im Evangelium ein Fundament des Lebens sei. Und dass so viele da sind, untereinander erzählen und gegenseitig Freude machen. Insofern haben wir einen tollen Start gehabt bis jetzt. Sie sind vollkommen zufrieden. Was wollen Sie den Menschen mitgeben? Neuwege stark, sagt unser Erzbistum. Was geben Sie denn mit nach Hause? Wir spüren alle, dass sich in unserer Gesellschaft viel verändert, in der Welt, auch in der Kirche. Und wir müssen uns den neuen Fragen stellen. Denn das, was wir als Volkskirche in der Kindheit erlebt haben, ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder etwa in die katholische, evangelische eingetaucht werden. Es ist eine Vielfalt von Religionen, sind da. Jetzt müssen wir doch schauen, uns die Realität zu stellen. Die Kirche wird sich wandeln und hat es immer getan. Und hat gut damit getan, wenn sie gesagt hat, jawohl, wir schauen das Neue an, nicht wir schauen es nicht an, wir packen es auch an. Vielen Dank, Herr Erzbischof. Danke schön, Herr Erzbischof. Danke. Also, wiedersehen. Dankeschön.